Weiß aber nicht mehr wo. Das da unten habe ich raus. Ja, habe ich. Ist da schon mal keins mehr? Dann... auf der Insel vielleicht? Kann ich da ersaufen? Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Aber nee, hier ist auch kein Päckchen. So, ich zoome mal ein bisschen rum hier. Vielleicht finde ich ja eins. Da ist eins. Da ist eins. Wusste ich's doch. Huch. Da wollte ich nicht so ins Wasser jumpen. Ist ja toll. Bauen wir da nur noch zwei? Mit einem Scharfschützengewehr kann der Junge nicht laufen. So. Gut. Zwei noch. Beim Krankenhaus ist noch eins. Das könnte ich auch noch schnell holen. Weil mit dem Jeep zum Beispiel würde es... Spezialfahrt im Park. Okay, 2 Minuten, 12 Checkpoints. Okay. Okay, und jeder Checkpoint bringt 10 Sekunden. Ja, das ist natürlich extrem geil. Ja, super. Ah, komm. Leck mich. Ich will nur den Jeep. Die Mission ist mir gerade so egal. Da steigt man nichts an in so einen Jeep ein und dann sowas. Dann ist da mal eine Mission drin. Eieiei. Ist schon krass. Glaubt man's nicht. So, ab dafür. Und dann holen wir das Päckchen da drüben. Wenn wir hier nicht schon wieder angeschissen werden wie Arschloch. Mann, hört mal schießen auf hier. So. Dann bauen wir uns eine kleine Treppe. Naja, anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich da rankomme. Machen wir mal so. Nee. Muss ich rückwärts einparken. Sehe ich jetzt schon kommen. Fuck. So. Dann raus hier. Dann holen wir uns ein Ambulanzauto. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ja, komm. Ich will die Mission gerade nicht machen. Ah, ich hätte erst den Krankenwagen hier so ranschieben sollen. Oder ranfahren sollen. Na, komm, ran hier. So, der steht schön geparkt hier rum. So, dann drehen wir das Auto nochmal um. Na, komm schon. Hab dich nicht so. Dann holen wir uns das Päckchen. Schön langsam und gemütlich hier ranfahren. Hetzt uns ja nichts. So, ich stehe an. Haben uns eine schöne Treppe gebaut. Lass mal hier ja ganz einfach hier hochkommen. Dann brauchen wir nur noch eins. Dann sind wir voll. Oder dann haben wir die 20 zusammen. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wo hier noch so, ja, so ein Päckchen wäre. Eins weiß ich, glaube ich, noch. Eins weiß ich noch. Eins habe ich noch in meinem kleinen Hirn gespeichert. Aber für das muss ich, glaube ich, auch zu lange suchen. Das, glaube ich, auch nicht so easy zum Finden ist. Uaha. Ah, scheiß drauf. Schöne Musik. Lecker. Gefällt ja direkt gar nicht. So, und ich fahre mit einem Scheißauto rum. Im beschissenen Auto fahre ich rum. Ich sollte mich was schämen. Hey! Der Falschfahrer hat mich zu einem Päckchen gebracht. Hm. Ich sollte ihm dankbar sein. So.
Uzi wurde im Versteck angeliefert. Super. Jetzt haben wir eine Uzi vor Ort. Und ich kein Auto mehr. Kein Automobile. Nee, an das klingelnde Telefon will ich nicht gehen. Ich will nur ein Auto. Ey, Auto. Ey, sieht ja schick aus. So schönes Gelb. Das würde Icke mal wieder gefallen, wenn es ein gelbes Auto... So ein gelbes Auto gefällt ihm immer. Der mag gelbe Autos wie nochmal was. Mit dem wurde nie als kleines Kind das Spiel Gelbes Auto gespielt. Und für die, die es nicht kennen, das Spiel, jedes Mal, wenn man ein gelbes Auto sieht, dann muss man schreien, gelbes Auto, und dann haut man dem anderen eine auf die Schulter. Ist jetzt nicht unbedingt der Mordsbrüller, was man da machen muss, aber was soll's. So, ich mach mal ein kurzes Päuschen, aber bin dann gleich wieder da. Da bin ich auch schon wieder nach der kleinen Erholungspause, Trinkpause. Alles einfach, Hauptsache Pause. Verfluchte Axt, wieso rennst du jetzt so komisch? Was soll denn jetzt der Scherz? So, raus mit dir. So. Muss man ja momentan echt drauf achten, dass man ein bisschen was trinkt bei der Hitze. Nicht, dass ich euch hier von Mike hier wegkipp. So, wir sind wieder unterwegs zu Kenji und holen uns den nächsten Auftrag für uns ab, um wieder noch ein bisschen mehr Knete in unsere Kasse zu spülen. Mit dem Auftrag könnten wir sogar vielleicht über die 500.000er Marke kommen. Dass wir über 500.000 an Knete einfach im Hirn haben, mal in der Tasche haben. Ich würde gerne wissen, ob der ein Bankkonto hat, unser Junge, oder ob er das alles unter der Matratze aufbewahrt oder in so einem kleinen, oder in so einem riesigen Geldsack rumträgt. Würde mich interessieren. Könnte man ja auch Zinsen gewinnen und so. Naja, Auftrag GTA. Ja gut, da sind wir doch die ganze Zeit schon dabei, oder? It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Okay, wir dürfen schon wieder ein paar Autos besorgen, aber das können wir ja, das ist ja nicht so schwer, würde ich mal sagen. So, natürlich unter Zeitdruck, das ja schön schwierig wird, und 1A Zustand sollen sie auch haben. So, gib Gummi mit Opermusik hier durch die Gegend fahren. Macht Spaß. So. Komm schon. Wir haben doch keine Zeit. Gib Gas, Junge. Ach nö, nicht schon wieder in dem Eck hinten. Da 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 da. Verfluchte Axt. So, schönes Auto. Muss man zugeben. So. Ja, natürlich nicht anecken. Wäre schade ums Blech. Und natürlich um das Geld, das wie man da verhunzen würden, wenn wir es einfach mal kaputt machen und dann in den Ding, in Paint and Spray reinfahren müssen. So. Aber dieses Auto hätte ich zu Tausenden irgendwo anders auch besorgen können, um ehrlich zu sein. Zum Glück weiß ich, wo die Garage ist, da können wir ja ziemlich schnell hinfahren. Oh, fuck! Eckt mal einmal kurz an. Einmal. Es ärgert schon wieder. Ja, hilft ja nicht. Ab in Paint and Spray Run. Und einfach mal umsprühen und wieder in einwandfreien Zustand versetzen. Solange uns das Ding nicht in Luft aufgeht, ist das auch schon fast egal. So, in die Garage muss ich rein. So. Dann haben wir das Auto schon mal. Wieso bleibst du immer stehen, wenn du ein Auto ablieferst? Verstehe ich nicht. So, ab zum nächsten. 4 Minuten haben wir noch Zeit. Das dürfte man doch hinbekommen. Glaube ich jetzt mal. So, ja. Schön für die scheiß Alarmanlage.
Jetzt hoffen wir mal, dass hier kein Bulle irgendwo rumsteht. Nicht, dass wir hier gleich wieder Bullen auch am Arsch haben. Da habe ich jetzt nicht unbedingt die Lust drauf. Aber da kommt auch eh schon der Stellplatz des nächsten Autos. So, komm, spring raus. Quer über den Parkplatz sprinten. Ist, glaube ich, gerade besser. Ein schönes Auto. Das ist ein Infernus. Den gibt es im Vierer nur ein einziges Mal, ein Infernus. Aber dank einem schönen Trick kann man das natürlich auch wieder öfters abstauben. Weil GTA war immer schon so, wenn du ein bestimmtes Auto fährst, um einfach Rechenleistung zu sparen, ist es ein paar Mal öfters rumgefahren. Natürlich auch dasselbe mit diesem Auto von GTA 4. Durch das kann man das ein paar Mal klauen. Und dann kann man sich natürlich glücklich schätzen, wenn man ein paar mehr vorm Haus zu stehen hat von den Teilen. Weil das Auto kriegst du wirklich nur ein einziges Mal. So, jetzt brauche ich noch ein einziges Fahrzeug. Innerhalb von 2 Minuten und 40 Sekunden. Dann sind wir alle auch schon durch. So, der nächste. Hier geklaut. Natürlich hat der wieder eine Alarmanlage am Start. Der uns mal das Leben wieder ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vermiesen will. Und hier wird schon wieder auf uns geschossen. Ich hoffe, dass beim Zurückfahren nicht wieder hier die uns das Auto kaputt ballern. Da habe ich nicht unbedingt die sonderliche Lust drauf. Da muss ich schon wieder in Paint and Spray rein und das Auto reparieren. Naja. Aber ich glaube, die werden trotzdem drauf schießen. Da bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Boah, das Fahrverhalten von dem Ding ist ja echt kacke. So, und dann dieses hier. Was ist denn das Schönes? Schaut ja schick aus. Ein Chitan. So, jetzt machen wir hier mal vorsichtig. Und dann fetzen wir mit Vollgas hier durch die Hauptstraße. Dann dürfte da nichts fehlen. Von wegen Einschusslöchern oder so. So, das haben wir gepackt. Hier wird ja immer noch geschossen. So, wir haben sogar immer noch Zeit übrig und das genügend. So, ab in die Garage, würde ich mal sagen. Dann haben wir die Mission auch schon wieder beendet. So, raus aus dem Auto. So, 25.000. Wir haben 511.000 Dollar. Da können wir uns gut gehen lassen damit. Mit dem bisschen Geld. So, jetzt fahren wir aber erst wieder nach Hause. Ausschlafen nach diesem schweren und nervenaufreibenden Job natürlich. Sollen wir ja wieder frisch und munter in die nächste Situation hineingehen können. So, ab dafür. Hier runter. Juhu. Das Fahrverhalten von dem Ding ist echt kacke. Aber naja, besser als nur zu Fuß unterwegs. Muss man einfach mal so sagen. So, und jetzt ab rein in den Fahrstuhl und in unser Loft hinaufgefahren. So, zack. Ja, okay. Dann passt es auch schon wieder. Dann haben wir da schon wieder frisch gespeichert. So, ab dafür. Und gleich wieder zu Kenji. Den machen wir hier noch fertig heute. Den kriegen wir heute noch leicht fertig, wenn wir so weitermachen in dieser, ja, Konstellation oder in dieser Geschwindigkeit, muss man sagen. So, dreimal dasselbe Auto ist ja auch lustig. So, ich will irgendwas Anständiges hier finden. Wie ich mir unter den Nagel reißen kann. Wie diesen gelben Yakuza. Oder goldenen, muss man sagen. Ne, das ist ein Stinger. Noch so ein geiles Rennauto hier. Ja, liegt auch gut auf der Straße. Könnte man sich ja fast rein verlieben in das Auto. Ah, so Autos. Es gibt schon schöne und hässliche, auch in Wirklichkeit. Das ist ja... Ich bin froh, dass ich ein Auto fahren kann oder habe, das wie mir selber persönlich total gefällt. Und natürlich auch ein bisschen was unter der Haube hat.